Oder warte, kann er hier gar nicht, also er kann gar nicht kaufen, er kann nicht auf das Schildchen Nein. drücken? Nein, er kann Nö, nicht. Da kommt Schild, ist gesichert. Und hier, ach, hier sind gar keine Schilder. Nö. Und bei dem kann Schild auch? Ich kann da Fix-Schilder machen, wenn ihr wollt, um zu gucken, ob es geht. Aber kaufen konnte ich von Anfang an, ohne Priorität. Kannst du ja sagen, dass du dich irgendwie anders, anderweitig nicht aktiviert hast? Genau, das ist das. Also du hast dieses, schreib mal was, kurz, schreib mal was, Hexacore. Habe ich schon. Er hat schon was geschrieben, er ist schon Spieler. Okay, eigentlich bist du das. Warte, ich mache ihn fix ein neues Grundstück. Du kannst aber auch einfach, du kannst auch einfach, guck mal, du reißt einfach das Schildchen hier ab und trägst auf dem Grundstück hier sein, ihn als Owner ein. Ich habe keinen Plan, wie das geht, ich mache das Standard, so ist mir das sicherer. Achso, oder so. Du kannst mir aber auch OP geben, dann, oder du machst das so, Standard. Region, Define. Hexaco, komm, dann gehen wir einfach schon mal farmen. Das dauert eh noch, oder? Ein bisschen. Ich muss es erstmal kaufen, oder? Nee, du musst nicht, wir können... du kannst schon mal farmen gehen. Wenn jetzt 30 andere kommen und dir die Dinger wegkaufen, wäre es natürlich bitter, aber ich glaube, heute Abend kommt erstmal... Niemand mehr. Kommt erstmal niemand mehr. Wo bist denn du? Ich bin gerade auf meinem Grundstück hier in meinem halbfertigen Häusel. Ach so. Ich mache mal noch ein paar... Du hast ja schon Equip dabei? Ja. Oh yeah. Das, was man halt hat. Eben. Oh, bam, schon wieder gefallen. Genau. Übel. Das ist cool gemacht. Jetzt kann ich... Oh, die Crafting Bench kann ich wohl zugreifen. Kannst du? Ja. Die andere kannst du nicht zugreifen auf diesen einen Ofen. Der ist gesichert. Da habe ich aus Versehen, wo ich noch OP war, den gemacht. Ich guck gerade, was brauche ich denn? Das sollte eigentlich reichen. So, okay, also wir können los. Bist du bereit? Jo. Dann zeige ich dir mal direkt noch ganz kurz ein paar Kleinigkeiten, auch direkt für euch, liebe Zuschauerlein. Hier ist Steve. Das ist ein ganz gemeiner Hund. Der ist böse, der beißt. Ja, und guck, Hexacore, hier gibt's so hier links und rechts, siehst du dieses kleine Häuschen. Da gehst du einfach rein, also alleine, beziehungsweise folge mir mal kurz nicht. Und du kannst hier für die Zeit, die du bereits gespielt hast, Geld einsacken. Einfach mit rechts, also reingehen, dann links und rechts und jeweils so Schalter einfach auf einen Schalter mit Rechtsklick und dann hast du das Geld eingesackt. Fünf Geld habe ich gekriegt. Genau. Boah. Das ist doch was. Und hier hinten ist jetzt das Portalhaus, dieses kleine, das hat alles Mindtech schon gebaut. Und ja, hier links, hier ist die Farmwelt. Also hier könnten wir farmen gehen, da ist auch eine Farm, hier gibt es Farmen zum Essen und sowas, aber die haben wir schon leergeräumt. Also gehen wir am besten hier in die Farmwelt. Und also die sich genau hinter dir befindet. Mhm. Und farben mal ein bisschen. Ich zeig dir. Achso, hier ist eine ganz normale Welt einfach. Genau, also du kannst hier. Du musst einfach nur hier rauslaufen aus dem. Hier, Bums. Und dann kannst du. Ich kann keinen Baum bauen. Ja, du musst hier raus. Achso. Genau. Oh, und da kannst du. Kein Problem. Da kannst du werkeln, wie du willst. Und hier ist schon mal eine Höhle, da war ich vorhin drin. Die habe ich schon ordentlich abgesahnt. Und ja. Wo ist denn die Sonne? Ich will mir immer diese geilen Sonnenstrahlen angucken. Ja, Strahlen. Aber gut, ich brauche dunkles Holz. Ich brauche erstmal Baum, glaube ich. Ja, genau, ich brauche auch Baum. Baumchen. Ich will erstmal ein Haus bauen, danach kann ich farmen gehen. Ja, oh, ich bin gerade jetzt... Keine Ahnung, ist bei mir immer so. Ja, auf jeden Fall. Erst Haus bauen, danach der Rest. Ich habe nicht mehr genug Birke. Das bei mir wird das... Das weißt du, ist das doch, jo. Oh Mann, wieso falle ich denn hier immer runter? Scheiße. Hier wird halt irgendwie das Holz abbauen, sehr merkwürdig angezeigt durch den... Durch das Texture Pack habe ich gemerkt. Ich hatte ja vorhin kurz. Moment, das teste ich mal kurz. Manchmal scheint das so durch den Block durch, ne? So ganz hell. Also die Sonne scheint durch, genau. Und die Blöcke werden sehr weiß, wenn ich es abbaue. Ja, das ist bei mir nicht gerade. Liegt beim Texture Pack oder so. Ja, das beim Default geht. Ich glaube, dann lasse ich einfach kurz das Default. Das sieht richtig. Weißt du, was habe ich denn? John Smith. Johnny. John Deere. Der Johnny. Hexa, ich teleportiere dich mal fix zu mir. Bist aber gleich wieder bei den anderen. Ja. Kauf das mal. Haha, ich hab's gekauft. Oh mein Gott. Gut, und jetzt teleportiere ich dich zurück zu Bla. Killer. Boah, Gott, wie sich's immer anhört, ey. Ich erschreck jedes Mal. Das habe ich mit Absicht gemacht. Erst wollte ich das Geräusch machen von Creeper, dieses Zischen. Aber das war zu böse. Das war richtig mies. Ja, oder dieses Kätzchen halt, dieses Rrrr oder so. Das ist ja mies für dich. Oh nee, hör auf damit, ich krieg Gänsehaut. Ich raste aus. Da hinten ist eine Höhle. Hier ist ein Schwein. Oh Gott, da ist ein Schwein. Ey, das Wasser ist bei mir zu klar. Wo ist denn der Wallen? Wallen kann heute leider nicht. Ist halt Billard spielen, glaube ich. Ja. Hab ich vorhin gelesen. Hab ich auch gelesen. Und ja, deswegen. Oh, ich habe hier einen Spalt gefunden. Hexacore, wir sind versorgt. Ich hasse Spalten in Minecraft. In Minecraft. Ich hab noch nicht mal eine Ahnung, wo du hängst. Ich komme mal zu dir. Das ist möglicherweise das Ende der Welt auf Warcraft. Okay, dann. Ich warte einfach mal, bis du das Bäumchen abgebaut
hast. Hier, folge mir. Guck mal, diese kleinen Mistspinnen, diese kleinen, Also Leute, ich habe festgestellt, dass man die Grundstücke nach dem Kauf nochmal freischalten lassen muss von den Admin. Ah, das ist... Ich brauche eine Bestätigung. Also ich kriege eine Nachricht in meinen Mails, ist das. Dann kriege ich die Bestätigung, dass ein Haus gekauft wurde mit PE. Okay. Und dann kann ich die freischalten oder ablehnen. Das hört sich dann nicht schlecht an. Sollen wir runtergehen oder willst du erstmal noch weitermachen, Hexakom? Also ist hier die ganz normale Welt mit Monster Spawn und so ein Mist? Also wir haben vorhin keine Monster gesehen. Vielleicht ist es hier auch einfach... Finde ich cool. Ich spiele lieber ohne Monster. Ich finde, es kommt drauf an. Ich hätte zum Beispiel bei unserem Spiel da, das was ihr ja so schön verfolgt habt, bei diesem Kampf, da fand ich es nicht schlecht, dass da keine Monster dabei sind. Weil ja, da fand ich das gut. Das ist auch nicht beabsichtigt, dass hier keine Monster sind. Ich verstehe es selber gerade nicht. Du könntest ja mal... Boah, ich hätte fast so einen fetten Baum abgebaut. Da muss man dann immer hoch und die restlichen Dinger noch abbauen. Hast du das? Ja, diese schweren... Deswegen fange ich jetzt gar nicht an, die Dinger abzubauen. Ja, ja. Ich habe gerade eben nicht hochgeschaut. Also zum Glück habe ich gerade noch so hochgeschaut. Also kleine Dinger zwischendurch, die sind auch nicht schlecht. Ey, das Geile ist auf dem Server, dass man so diese Lebensanzeige von den Mobs hat. Das finde ich echt cool, ja. Ich habe gerade eben also vorhin ein Schwein gekillt und so. Alter, die Sonne blendet mich tot. Ich muss in den Schatten. Die Blendigkeit ist... Tank. Nimmst du eigentlich immer noch auf? Natürlich, natürlich. Jetzt ist er hoch? Natürlich. Hä? Nimmst du auf? Cool. Passiert da irgendwie nichts Spannendes? Ist egal. Einfach, dass die Leute sehen, was wir so machen. Ich meine... Hey Leute, kauft Gameserver bei mir, ganz viele Gameserver kauft, spendet mir Geld. Schleichwerbung. Ja, Schleichwerbung. Ja. Nutella, also 1,99. Da sind wir auch gerade am Überlegen mit langweiligen Folgen. Wir haben zum Beispiel letztens Garry's Mod aufgenommen, das war echt ultra langweilig. Das habe ich dann einfach mal jetzt nur zusammengeschnitten. Wir haben, glaube ich, 40 Minuten aufgenommen oder 50 und ich habe es zusammengeschnitten zu 4 Minuten Material. Und ein bisschen was verschwunden. Ist ein bisschen was, ja. Weil irgendwie, bei Garry's Mod kann man echt geilen Scheiß machen. Man muss so einen gewissen Plan haben. Und wir haben wirklich in der Folge haben wir gesagt, ja, wir wissen jetzt gerade nicht genau, was wir machen sollen und so. Und da habe ich dann auch erwähnt, dass ich es wahrscheinlich eh schneide. Beispiel gucke ich jetzt bei euch das nicht mit dem Auto. Das mit dem Auto habe ich bis Folge 2 geguckt und danach irgendwie nicht. Was für Autos? Wurde so, diese verrückten. Ja, nee, das, also wir waren auf der Map dann, aber wir haben dann andere Sachen gemacht. Also ich meine, beziehungsweise ich habe es eh zusammengeschnitten, so 4 Minuten, habe es hochgeladen. Wallen soll sich es mal anschauen und dann schalte ich es vielleicht frei. Das ist wieder so eine Compilation mit lustiger Scheiße eigentlich nur, die wir so zwischendrin gemacht haben. Ja, das habe ich für Black Ops 1 gemacht. Win und Fail. Ja. Das muss ich allerdings noch hochladen. Wann ich das tue, ich weiß es nicht. Kommt so, noch. Sowas lohnt sich wirklich immer eigentlich. Also. Ja. Leckmeter. Leckmeter, was ist das? Plan. Überprüft, wie viel Ticks per Second, wie oft er die Map abgleicht. Beispiel, baut ihr etwas ab, wird es ja einmal übertragen, ne? Okay. Und es muss ja auch zwischendurch eure Position übertragen werden. Und TPS heißt Ticks per Second, das heißt, die wird 20 Mal pro Sekunde zurzeit übertragen. Ah, okay. Und das ist... Das ist Standard, das höher geht's nicht, das ist eigentlich Maximum, besser geht's nicht. Okay. Das mit 1 GB RAM, ich hab's nicht gedacht. Das ist doch nicht schlecht, ja, ist wirklich gut. Also und jetzt könnt ihr mal hören, ich bin nämlich jetzt Level 2 Holzfäller und jetzt könnt ihr mal abdampfen. Boah, was? Level 2? Wie kann man denn generell die Level nachschauen von den Dingern? Jobs? Ja, wenn du heftig bist und ein höheres Level hast, dann wird's dir natürlich angezeigt, ne? Ich bin ultra heftig. Ja, ich glaub, das heißt aber, dass du noch nichts gesehen hast, heißt, dass du in allem Level 0 Noob bist. Nein. Du lügst wie ein kleines Steinchen. Wie ein Ferkel. Nee, also ich bin Miner auf jeden Fall Level 5, glaube ich. Und Holzfäller habe ich gar nicht. Ich bin, glaube ich, Miner und Builder. Nee, Miner und Butler oder sowas, keine Ahnung. Ich kann mal nachgucken, wenn du willst für dich. Ja, das geht doch irgendwie. Warte mal. Jobs, Killer, achso. Player-Info. Ich kann's nachschauen. Ja, genau. Job Name? Nee, halt. Player-Info und dann. Okay, mach du das mal. Ach nee, wieso sehe ich das nach? Wenn man nur das /jobs eingibt, dann sieht man das da bestimmt, den Befehl dafür, beziehungsweise /jobs/help. Muss man fucking machen. Nervt mich. Ja, ich hab ja gerade Help gemacht. Ich hab auch mehr Birke. Jetzt wird's Abend. Das ist schön. Da kommt der. Nachts kommt der Shader-Mod am besten eigentlich zur Geltung. Ja, finde ich. Ja, wenn die Sonne so untergeht, das alles leicht rötlich, das sieht so geil aus. Ja. Ich finde das bloß mit dem Mond ein bisschen doof, dass es so leicht bläulich aussieht. Ja, das gefällt mir sogar. Diese bläuliche Nacht. Finde ich sehr schön. Ich weiß gar nicht, welchen ich gerade dran habe. Den RC7 Ultra. Ich,
Ich bin genau, mal für eine Sekunde nicht da. Ich nehme mal mein Headset ab. Meine Ohren tun ein bisschen weh. Jo. Eine Sekunde, wir zählen mit. Ich finde den Ultra auch nicht schlecht, aber ich habe jetzt halt während der Aufnahme dann wirklich nur 30 FPS. Manchmal sogar, wenn ich mich hardcore bewege, 27. Ah, so ein Penis. Ja. Schlimme Meinung. Das habe ich zum Beispiel nicht. Redest du auch über andere Sachen als dein Penis? Also nur... So wieder da. Gefragt. Was? Nichts. Was hast du gesagt, Hexaco? Das habe ich nicht, dass ich also wirklich nur 30 habe. Also ich habe eigentlich bei der Aufnahme, ich schätze, es kommt auch teils auf die Festplatte an. Ja, das ist bei mir wahrscheinlich auch der springende Punkt, meine Festplatte. Also nee, das glaube ich nicht. Doch, bei mir war es das Problem. Also bei mir war, ich habe mal, das erste Mal bin ich auf das Problem generell gestoßen, als ich mit meiner externen aufnehmen wollte. Das war ja hart. Das geht gar nicht. Alter, ich habe FPS von 15 gehabt oder sowas. Und also meine jetzige geht. Also, wie gesagt, ich habe jetzt 30. Ich kenne das Problem nicht. Ich habe zwei SSDs drin, also eigentlich zwei SSDs und eine Festplatte. Ja. Ein SSD halt mein System, die ist auch nur 32 Giga. Dann habe ich noch eine Viertel Tera, also 256 Gigabyte Festplatte. SSD drin, so für Spiele. Ja. Und dann noch eine Terabyte HDD für Aufnahme. Also ich habe auch, ich habe eine 60 GB SSD drin, da ist das Betriebssystem drauf und ein paar kleine andere Sachen noch und halt ein halbes, also 500 GB Slave und da ist halt alles andere drauf, da nehme ich auch drauf auf und das war's schon. Ich habe das noch gar nicht eingetragen in YouTube, dass ich zwei SSDs habe, so meine Info. Ja. Oh mein Gott. Und das ist halt... Da sind glaube ich schon Todesopfer entstanden durch. Ja. Ich glaube Abonnenten sind da schon einige abgegangen wahrscheinlich. Ich habe einen heute verloren. Echt? Oh, ich habe die letzten fünf Tage kein Video gebracht, ist mir aufgefallen. Also wir haben schon... Das kann aber auch immer sein, dass YouTube-Account, Native-Account löscht. Ne? Das ja. Muss nicht immer sein. Also ich habe mal geschaut, ich glaube, insgesamt haben wir schon verloren über 200 oder sowas. Und davon sind 60 oder 70 Leute inaktive Accounts halt. Also man kann es ja nachschauen, gelöschte Accounts. Ja. Ich habe auch schon Mast. Oh Mann, jetzt setz dich doch mal da richtig hin, das kann doch nicht angehen. So, Entschuldigung. Was ist da los? Ja, auch alles gut. Hilft ja einer seine Kinder, ne? Es ist nur, weißt du, wenn man versucht, so ein Dach zu setzen, das ist ja schon ein bisschen Akrobatik hier, so auf dem Dach rumzutouren. Ach, du bist immer noch am Hausbau. Oh mein Gott, ist dein Haus groß. Ach du meine Güte. Nicht nur mein Haus, mein Freund, nicht nur mein Haus. auch deine Möpse. Auch deine Möpse. Ja, genau, das ist korrekt. Schaut euch mal einen Riesengarten an. Saggy Man Boobs. Ja, ist richtig schön. Ah. White man with big boobs. Playing around. Two girls, one cup hier. So, und jetzt und da muss ich hin. So. Da. Oh, Hilfe, ist das dunkel. Da so, soll ich dich mal nerven? Soll ich dich mal runterschubsen? Komm. Hey Leute, nicht umschmeißen. Passt schon. Nicht rumstecken. Jetzt hab ich auch dicke. Scheiße, jetzt habe ich echt zwei Baumstämme zu wenig. Oh nee. Warte, Baumstämme. Ach nee. Ich hab nur die weißen Baumstämme. Dann hast du echt extrem viel Holz gefarmt vorhin, kann das sein? Ich? Aber hallo. Aber hallo. Ich hab fast nichts anderes gefarmt. Ich war fast nur in der Höhle. Ich könnte ein Kohlehaus bauen, wenn es gehen würde. Aber es geht schon nicht. Gar nicht mehr so viel. Ich habe ganz schön viele Fackeln gebaut dabei ein. Und viel Eisen habe ich. Ja, die Fackeln, da hast du überhand genommen. Die meisten bin ich dir hinterhergelaufen und habe die Hälfte wieder weggeschlagen. Ach so. Nee, ohne Spaß. Und zwar hat nur, er baut da so drei Fackeln fast innerhalb von 10, 15 Blöcke. Das war total sinnlos. Ja, ich mag das eben gerne hell. Ich mag halt auch mal was machen, ja, ne? Das kenne ich. Ja, du also, stehst ja so auf die Hellen und nicht auf die Schwarzen. Das ist sehr rassistisch. Ganz schön krass. Ja, rassistisch ist, dass du überhaupt Gedanken um sowas machst. Also ich mache gerne, wenn ich jetzt in Minecraft irgendwie rumfuchtel, dann spare ich gerne auch wirklich so die Fackeln. Ich bin auch jemand, der gerne mal jemand anderem hinterherläuft und die unnötigen Fackeln wieder abhackt. Ja, ich auch. Aber dann, gehört. Ja, aber meistens, ich sag's dann meistens halt irgendwie so, ja, ich hacke übrigens gerade gegen deinen die Rücken. Fackeln ab. Ja. Achso, sorry, ich hab deine Fackeln abgehackt, nur so zur Info, ne? Genau so irgendwie, oder irgendwie, oh, na so. Bisschen spät, aber... Oh, der Mond, das Mondlicht blendet. Das sieht episch aus, immer wenn das Licht so an den Objekten streift. Ja. Das ist so Da kommt man echt ins Philosophieren hier, dieser Mond, wunderschön. Ich geh extra immer hinter so Blätter. Da geht mir gleich dreimal einer ab. Da geht mir dreimal das Herz auf. Also wenn das so durch die Blätter durchstrahlt, das ist echt wunderschön, dann, ja. Alter. Das sieht so geil aus. Ja. Mann, nicht so geil wie meine Freundin. Dann würde ich mich gerne mit so einer Pfeife im Mund einfach hier hinhocken und das Mondlicht anschauen und philosophieren. Oh, El Capitano. Ah, fuck.
Wo kriege ich jetzt zwei Eichenstämme her? Ach, dieses Mondlicht. Ah. Ich kann dir welche Stöhne einstellen. Mein Gott, die sind ganz wuschig hier. Ich kann dir Eichenstämme mitbringen, ihr wuschigen Wuschel. Das ist auch so eine Neunschwanzkatze. Was? 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 Bist du eigentlich Killer? Kannst du mal was, wie alt Farbe ich bekennen? Bin? Nein, wo bist du? Wie alt hast du dich vorhin gesagt? Ich bin, wo ich mich gerade im Moment befinde. Ja. In einer Höhle. Ja, ja, ja. Kannst du mich dahin schorten? Ich muss auch schon wieder fahren. Warte, gehen, wo, wer möchte zu wen hier? TP? Ich möchte zum Killer.